Heute möchte ich mit euch ein bisschen USB-C-Zubehör für meine Nintendo Switch ausprobieren und wenn es richtig gut läuft, geht sie beim letzten Experiment nicht in Flammen auf. Viel Spaß! Aber fangen wir mit ungefährlicheren Dingen an. USB-C ist schon eine fantastische Sache, alle möglichen Dinge mit einem Stecker erledigen zu können. Allerdings ist es oft ein bisschen komplizierter, als es auf den ersten Blick aussieht. Denn nur weil alles den gleichen Stecker hat, heißt noch lange nicht, dass es zusammen funktioniert. Oder es ist zum Beispiel nicht klar, wer was lädt. Wenn ich zum Beispiel meine Switch an ein MacBook Pro anschließe, dann lädt die Switch das MacBook und nicht andersrum. Und wenn irgendein Ladegerät ein Gerät nicht lädt, dann ist mittlerweile die Frage, ob die beiden sich einfach nicht auf eine gemeinsame Spannung einigen können, ob das Kabel für die Leistung nicht ausreicht oder ob sonst irgendwelche Software-Sachen das verhindern. Das hilft beim Spielen aber alles relativ wenig. Nach 2 bis 3 Stunden ist der Akku alle, wenn ich Zelda spiele. Und das ist ein bisschen abhängig von der Bildschirmhelligkeit, Tonausgabe und was auch immer der Prozessor gerade so machen muss. Aber spätestens nach 3 Stunden ist Schicht. Und dann muss Strom her und da liegt es nahe, auf eine Powerbank zurückzugreifen, gerade wenn man schon eine fürs Handy rumfliegen hat. Zum Beispiel habe ich hier die Anker Power Core Plus in der 20.100 mAh Ausführung. Und die hat sogar einen USB-C-Port, über den einerseits die Powerbank geladen wird, aber über den sie auch laden kann. Und wenn ich die anschließe, dann lädt die Switch auch. Allerdings lädt sie relativ langsam. Die Switch braucht ein Netzteil oder eine Powerbank, die 15 Volt bei mindestens 2,6 Ampere liefern kann. Und das gibt es gerade als mobilen Akku so gut wie nicht. Außerdem müsst ihr darauf achten, dass die Kabel das aushalten. Die ganz schwachen, ganz billigen würde ich da vielleicht auch nicht unbedingt einsetzen. USB-C ist leider nicht USB-C. Razer bringt in Kürze einen Akku, der zwar für ihre Gaming-Laptops gedacht ist, aber USB-C liefert und auch in ausreichender Menge, um die Switch damit zu versorgen, als wäre es das Netzteil. Das ganze Ding soll jetzt im März irgendwann in den USA erscheinen und 12.000 und ein paar zerquetschte Milliampere-Stunden liefern und damit müsste man die Switch knapp 3-mal voll bekommen. Es gibt von RAV, R-A-V oder so, noch eine. Die ist allerdings gerade ein bisschen schwer zu bekommen, liefert auch nur 2,4 Ampere. Aber grundsätzlich gilt, mit so einer Powerbank muss man ungefähr 8 Stunden einplanen, um die Switch damit aufzuladen. Das ist über Nacht sicherlich eine okaye Option oder wenn es wirklich nicht anders geht. Aber normal damit im Zug die Lebensdauer zu verlängern, funktioniert leider nicht. Bei der Switch ist ja dieses Dock dabei, wo ich oben die Konsole reinstecke. Und hier hinten ist dann einmal der Anschluss für das Netzteil, ein USB-A-Ausgang und der HDMI-Ausgang für den Fernseher. Und an der Seite nochmal 2 USB-Ports. Aber was ist, wenn ich unterwegs irgendwo spielen will, wenn ich bei Freunden bin und da eine Runde Bomberman auf dem Fernseher spielen möchte? Was ich wahrscheinlich nicht will, solange die Steuerung nicht gefixt haben, aber das ist ein anderes Thema. Nehmen wir One2Switch. Ich bin unterwegs und möchte mit ein paar Freunden ein paar lustige Partyspiele spielen. Dafür jedes Mal das Dock mitzuschleppen, auch wenn es nicht besonders groß ist und es jedes Mal abbauen zu müssen, ist schon nervig. Zum Glück sieht der USB-C-Standard eine HDMI-Ausgabe vor und wenn Nintendo sich an den Standard hält, sollte es eigentlich kein Problem sein, einen 0815 HDMI-Stecker benutzen zu können. Ich habe dazu im Netz sehr widersprüchliche Informationen gefunden. Einige sagen, es geht nicht, andere haben gesagt, ja, es geht, aber nur in der Auflösung des mobilen Bildschirms, also wäre das dann 720p. Was ich okay fände, wenn ich mit einem kleinen Adapter dafür bei Freunden auflaufen muss und nicht das Dock mitschleppen. Also habe ich mir diesen Adapter von Apple bestellt, der zufällig genau die gleichen Anschlüsse hat, nämlich einmal USB-C, um gleichzeitig Strom liefern zu können, während ich HDMI-Ausgabe nutze und hat auch noch einen USB-Port. Allerdings las ich auch, dass das nur bei einigen Konsolen geht, und zwar den Entwicklerkonsolen, also nicht dem, was man im normalen Handel bekommt. Um dem Ganzen ein Ende zu setzen, habe ich den Adapter besorgt und werde das jetzt ausprobieren. Ich nehme die originalen Kabel aus dem Dock, um hier eine zusätzliche Fehlerquelle auszuschließen. Erstmal den Strom. Und dann HDMI. Hier, die Konsole ist noch gesperrt, aber das ändert auch nichts. Schauen wir noch einmal in die Settings. Da gibt es ein paar Einstellmöglichkeiten zum TV-Output. Stellen wir mal ganz runter auf 480p. Auf 480p keine Änderung. Das ändert nichts, wenn ich das von Automatik wegstelle. Tja. Nochmal ohne Strom, aber der lädt nicht mal.
Tja, es hätte so schön sein können. Wenn jemand von euch einen Tipp hat, wie ich das hinbekomme oder ob es einen anderen Adapter gibt, mit dem das funktioniert, schreibt es mir auf jeden Fall in die Kommentare. Ich wäre daran sehr interessiert. Das gleiche Problem wie bei den Powerbanks gilt auch für die Netzteile. Wenn ich ein normales USB-Netzteil habe, das zum Beispiel bei einem Tablet dabei war, dann wird es in der Regel ungefähr mit einem Drittel der Geschwindigkeit laden, die Nintendos Original-Netzteil liefern kann. Deutlich düsterer sieht es dann mit einem Netzteil von einem Handy aus. Das Schöne bei USB ist, dass es gerade bei den Netzteilen am Markt ein bisschen besser aussieht und ich sogar von einem anderen Gerät eins habe, das mehr als genug Strom liefern sollte, nämlich das Netzteil von meinem MacBook Pro, das auch USB-C liefert und mehr als genug Power. Als ich versucht habe, online nachzulesen, ob das funktioniert oder ein Problem für die Konsole ist oder sonst was, kam man zu dem Ergebnis, dass es wahrscheinlich kein Problem ist. Also gehe ich davon aus, dass es funktioniert, aber den Pilotversuch werde ich jetzt hier mit euch machen. Denn wenn meine Konsole samt Zelda-Spielstand in Flammen aufgeht, möchte ich wenigstens ein paar Views dafür haben. Strom ist da, Netzteil auch. Jetzt kommt der Moment der Wahrheit. Grundsätzlich lädt es erstmal. Ich werde jetzt hier stehen bleiben, bis die Konsole voll ist. Darf ich das? Ist das ein Jeopardy-Rechte-Verletzungsproblem? Okay, warten wir geräuschlos. Die Konsole ist voll aufgeladen und offenbar lädt es damit ziemlich genauso schnell wie mit dem Netzteil von Nintendo. Also muss ich in Zukunft unterwegs nur noch ein Netzteil dabei haben und kann damit meinen Laptop und meine Konsole aufladen und wenn es so richtig gut läuft, auch bald mein Handy. Und das originale Nintendo-Netzteil kann schön am Fernseher zu Hause bleiben. Wenn dir das Video in deinen Nintendo Switch-Zubehörfragen irgendwie weitergeholfen hat, lass es YouTube gerne über einen Daumen nach oben wissen. Wenn du noch Fragen oder noch besser Tipps für die Fernsehausgabe hast, schreib sie auf jeden Fall in die Kommentare. Ansonsten hätte ich hier dieses fantastische Video für dich vorbereitet, das du als nächstes gucken kannst. Oder diese Playlist, wenn dir das besser gefällt. Ansonsten kannst du hier gerne den Kanal abonnieren. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao.